liebe Freunde und Plastikquäler. Heute möchte ich euch ein ganz spezielles Thema näher bringen, beziehungsweise eine Vorgehensweise euch darstellen, wie ich damit umgehe. Und zwar ist es das Thema Spalte beseitigen, also auf gut Deutsch spachteln, weil ich viel auf Ausstellungen unterwegs war und Modelle anderer Leute sehe und ich mich immer wieder so dermaßen ärgern muss, dass man halt einfach das nicht machen kann. So, dass es hundertprozentig ist und dass es schön gerade ist, weil es gibt nichts Ärgerlicheres für mich als ein Modell, das top lackiert ist und das so vom Ganzen eigentlich super ausschaut, aber dann sind bestimmte Spalte entweder noch zu sehen, also diese Klebstellen, oder was auch noch mir überhaupt nicht gefällt, sind einfach, wenn die Gravuren weg sind, also weggeschliffen sind und nicht nachgraviert wurden. Also sprich, gravieren oder blamieren ist so bei mir die Devise. Ich zeige euch das mal, wie ich das Ganze mache. Jetzt als erstes mal das Spachteln. Und zwar habe ich hier eine, wie man sehen kann, so Phantom, ein wunderschönes Modell von der Firma Revell in 1:32 und das baue ich gerade für jemanden. Und zwar ist da hier dieser Hauptteil, diese beiden, das waren zwei Hälften und die sind zusammengesetzt worden. Und dann hat man hier den Klassiker in der Mitte, diese ganzen tonnenweise Nieten und Panel-Lines und egal was, diese ganzen Sachen, die werden dann normalerweise alle, wenn man die gut verschleift, werden die dann nachher unsichtbar. Und ich zeige euch immer, wie ich an so einer Stelle vorgehe, so dass nachher wieder alles da ist. Das heißt, wie man spachteln kann, damit man nachher schön gravieren kann. Weil ich habe lang überlegt bzw. viel ausprobiert mit Spachtelmasse, die dann beim Gravieren zerbröselt ist, was mich dann zur Weißglut getrieben hat. Deswegen ist bei mir die Devise, ich spachtel nur noch, bzw. spachteln, nennt man es dann nur spachteln? Ich spachtel ja nicht. Ich nehme Sekundenkleber. Und das Ganze sehr fein dosiert, nur an diesen Stellen, wo es wirklich sein muss, weil Sekundenkleber hat den Vorteil, erstens einmal, er ist relativ schnell trocken, dann kann ich ihn relativ schnell schleifen und er lässt sich super gravieren nachher. Und er hat nur den Vorteil, er ist durchsichtig und ich kann sehen, wo vorher die anderen Linien waren. Dann kann ich das schon mal da kann man das schon mal hier gleich wieder nachziehen. Ja, für die ganze Geschichte braucht man ein paar Sachen, die man sich zulegen sollte. Die zeige ich euch jetzt mal. Mein Hauptwerkzeug für das Aufbringen von Sekundenkleber ist hier ja, dieses seltsame Gebilde. Das besteht mehr oder weniger aus Styroporklotz, wo man dann immer den Applikator reinstecken kann. Und das hier, das ist nichts großartig, sondern das ist ein abgebrochenes Weinglas, also beziehungsweise der Standfuß von einem zerstörten Weinglas. Also wie man schon sieht, ich nehme alles immer wieder, ich bin so ein kleiner Recycling-Man. Mir wird ganz wenig weggeworfen. Ich schaue immer, wie ich das verwenden kann. Und mit diesem Teil, das hat einfach den saumäßigen Vorteil, dass ich super toll sehen kann, wo ist der Sekundenkleber. Trocknet nicht so schnell aus. Und man kann einfach super davon abnehmen. Nachher kann man das Ganze wieder mit Aceton wieder entfernen. Ja. Also es ist gar kein Problem. Als Applikator habe ich hier einen alten Pinsel umfunktioniert. Und zwar würde einfach die Haare, die Borsten haben sie irgendwann mal selber
verflüchtigt und dann habe ich die, mehr oder weniger habe ich das gerade abgeschnitten und oben einfach ein Stück Draht eingefügt und damit kann man dann eben ja, den Sekundenkleber wunderbar aufnehmen und da hinbringen und verteilen, wo man ihn haben möchte. Ja, was brauche ich noch an der Stelle? Vorher schon, bevor man die ganze Geschichte durchführen, muss man natürlich verschleifen. Ich mache das Ganze eben immer mit solchen, meistens, also nicht immer, aber meistens mache ich das mit so Schleifsticks, die man da selber gemacht hat, mit so Holzstäbchen und doppelseitigen Klebeband und einfach Schmirgelpapier dann entsprechend hier so drauf. Und habe jetzt da an der Stelle dann auch die Bereiche, die ich nicht, die ich ein bisschen schützen möchte, abgeklebt, damit man da schöner schleifen kann, ohne dass man Angst haben muss, da allzu viele Nieten und alles Mögliche, was hier tonnenweise vorhanden ist und dann vielleicht nachher nicht mehr vorhanden ist, damit man das hier davon schützen kann. Das heißt, ich habe das vorher alles ein bisschen verschliffen und das ist aber eben nicht ausreichend. Wenn man jetzt, was man tun kann, um zu prüfen, ob man richtig verspachtelt oder verschliffen hat, dann eben mal mit Grundierung drüber und dann bam, offenbaren sich die Abgründe und man muss nochmal spachteln. Und deswegen machen wir eben die ganze Geschichte mit dem Sekundenkleber. So, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Ja, als erstes nehme ich jetzt hier mal meinen Sekundenkleber. Die gibt es hier im Viererpack für 1 Euro beim Teddy. Und der klebt immer ganz gern direkt an den Fingern, wie Sekundenkleber halt so ist. Und jetzt bringe ich den praktisch auf. Sieht man, sieht man, sieht man, sieht man. Auf dieses Glas auf. Dazu. So, und jetzt kann ich hier auf diesem Glas mit meinem Applikator den Sekundenkleber aufnehmen und habe dann hier da so ein kleines Tröpfchen dran. Und dieses kleine Tröpfchen, das kann ich hier jetzt wunderbar genau nur da, wo ich es haben will, an der Stelle von dem Spalt auftragen. Kann man relativ sparsam machen, weil der Sekundenkleber, ich habe wieder ein bisschen zu viel hingebracht, weil der Sekundenkleber nicht so schrumpft wie ein Spachtel. Schrumpft eigentlich so gut wie gar nicht. Und im Endeffekt, das ist die ganze Methode, also wirklich mit diesem kleinen, ja, Drahtapplikator trage ich jetzt einfach immer ganz wenig genau an der Stelle auf, wo ich das haben will. Kann man auch für alles andere auch hier nehmen, wo man Sekundenkleber braucht, also für Ätzteile und so weiter. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte und nachher steckt man es wieder rein und ist wieder aufgeräumt. Tja, und wenn das Ganze getrocknet ist, was nicht so wirklich lange dauert, dann kann man das wunderschön schleifen und danach gravieren. Das Gravieren machen wir im nächsten Video.